Gestern das Rennen war schon spektakulär, aber ich glaube, im jetzigen neuen Zeitfenster von wieder 30 Minuten werden wir etwas langsame Rundenzeit haben. Das hängt mit dem Geläuf zusammen. Genau, auch von mir einen schönen guten Morgen. Und man sieht ja keine Scheibe, kein Dach. Also für die Piloten wird es heute ein nasser Spaß. Ab einer gewissen Geschwindigkeit, so etwa ab 60, geht allerdings dann das Wasser über dich rüber. Also nicht langsam werden, gerade in der Einführungsrunde haben wir allerdings den Jürgen Pipp schon gesehen, der sich leider eingegraben hat, was allerdings Profipiloten auch schon öfter mal passiert ist. Denn ganz klar, du hast in der Einführungsrunde jetzt bei sehr tiefen Temperaturen 10,1 Grad Lufttemperatur, 10,4 auch nur die Temperatur auf dem Asphalt, natürlich erstmal versucht, die Reifen und auch die Bremsen ein bisschen auf Temperatur zu bekommen. Einführungsrunde auch jetzt und gestern war Vergleichbares zu sehen, dass der Mann, der dann auch gestern einen klaren Start- und Zielsieg hingelegt hat, dass Reini Kofler vor allem den fliegenden Start sehr clever getimt hat. Aus der Schlusskurve rauskommend auf die Start- und Ziel hat er das ganze Feld noch ein bisschen eingebremst. Das ist vom Reglement absolut legitim und erlaubt. Der ist nun wirklich, und da bleibt die Formulierung, können wir jetzt Ihnen nicht ersparen, er ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Ja, ist er, auf alle Fälle. War in der Formel Renault unterwegs, ist gegen Lewis Hamilton, gegen Nico Rosberg gefahren, hat die auch geschlagen teilweise und ja, ist ein absoluter Profi, also der weiß, was er tut. Im Auto mit der 33 zu sehen, also in grün, über den Sicherheitsstandard haben wir gestern schon gesprochen, das sind auf der Basis der FIA-Weltverband abgenommenen Formel 3 Chassis, Carbon Fiber, Monocoque, also extrem hohe Sicherheit. Dazu sehen wir in der Tat auch ordentlich Downforce, Aerodynamik hier auch ein Thema. Klar, du hast Bergauf, Bergabpassagen und Kurve Nummer 1 sollten wir gleich nochmal sehen. Die ist eminent wichtig, da musst du möglichst sauber sein, weil du dieses lange Bergaufstück hast in Richtung Remus. Da wird im Grundfall der Remus wird auch die Topspeed erreicht. Genau, wir werden sehen, wer den Schwung am besten mitnimmt. Ich gehe davon aus, dass der Reini Kofler wie gestern den Start für sich entscheiden wird. Auch jetzt macht er erstmal langsam. Das ist bei allen internationalen Rennen so üblich, ob in der Langstrecke oder bei diesen Sprints, wie hier in der KTM Crossbow Battle. Das erste Rennen des Sonntags ist damit gestartet. Wir müssen natürlich jetzt genau gucken, ob es irgendwo schon ein bisschen Aquaplane gibt. Und Kofler zwar sehr vorsichtig in der ersten Ecke, hat da ein bisschen Lücke gelassen und wird angegriffen. Und das hat Jim Gebhardt ausgenützt. Er hat sich neben ihn gesetzt und jetzt werden wir schauen, wer hinauf in die Remus-Kurve der Schnellere ist. Und wer später bremst. Wenn du natürlich innen bist, kannst du später bremsen. Bedeutet aber, wir haben schon gesehen, dass natürlich das Kurve-innere Rad dann schon auch mal ein bisschen entlastet. Da kommt der Jiří Písařík von hinten. Oh, da hat sich einer vertan, genau da oben gerade ausgeschossen. Wir haben weite Auslaufzonen hier. Ja, das hoher ist, Sicherheitsstandard. Das ist, glaube ich, der Pavel Hajnik gewesen, der da in den Notausgang musste. Von Startplatz 4 weggefahren. Und also auch sehr gut. Gestern knapp das Podium verpasst. Ja, die müssen jetzt schon, man sieht es deutlich, etwas andere Linien fahren. Ja. 40, ja, das ist der Pavel Hajnik. Oh ja. Mit Einschlag. Ah, Frontpartie. Da hat das Auto einfach verloren und das sah mir sehr danach aus, als sei tatsächlich auch da die Bremse noch nicht auf richtig Betriebstemperatur gewesen. Ja, und auch die Reifen nicht. Ja. Also das ist, wir haben schon gesagt, 10 Grad. Das ist natürlich für die Michelin-Reifen, die er jetzt verwendet, im Grunde kein angenehmes Fenster. Wenn du da nicht gerade in der Einführungsrunde extrem viel Zickzack gefahren bist, kannst du da ein Temperaturproblem kriegen und dann hast du eigentlich gar keine Haftung. Ja, und es sind ja bei uns auch aus Kostengründen keine Reifenwärme erlaubt. Das heißt, es ist schwierig, in einer Runde die Reifen wirklich auf Temperatur zu bringen. Gestern tolles Duell am Ende noch um die zweite Position hinter dem doch am Ende souverän siegenden Reini Kofler zwischen Jiří Písařík und Jim Gebhardt. Die haben sich mächtig besorgt, bis dann am Ende Jiří Písařík zwei kleine Fehler gemacht hat, deswegen am Ende mit Platz 3 zufrieden sein musste. Das ist natürlich auch das Duell, auf das wir uns heute konzentrieren werden und weiter hinten, haben wir gestern augenzwinkern schon gesagt, haben wir ja das Duell der äußerst bekannten Heinz Kinnegad, der zweifache ehemalige Motocross-Weltmeister aus den 80er Jahren, Founder, Gründer der Wings for Life Stiftung und natürlich nach wie vor bei KTM im Motorrad Enduro Offroad Bereich, ja, ganz, ganz wichtige Figur und ganz klar auch der Mann, der gestern Pech hatte, Christian Clerici, der Fernsehmoderator, sehr motorsportaffin, im letzten, ja, Jahr schon mal in Brünn hier dabei gewesen, in diesen Autos.
Und die haben sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Die kennen sich gut, die respektieren sich, die haben ordentliche Gaudi. Und die haben ein internes Duell ausgeschrieben und das ist gestern ganz klar an den Heinz Kinnegartner gegangen. Allerdings deshalb, weil der Christian in der ersten Kurve einen Dreher hatte und sich an diesen Ludwig-Tellern den Reifen von der Felge gezogen hat. Und da war es früh vorbei. Aber wenn ich jetzt schaue, er ist von der letzten Position weggefahren und ist jetzt nach einer Runde auf Platz 19. Also der Christian ist nicht schlecht unterwegs. Wer uns gestern eigentlich auch mit einer tollen Aufholjagd gut gefallen hat, da sie Pech hatte in der Qualifikation und von weit hinten fahren musste, eine der beiden Damen im Feld, wir haben Julie Wood und dann die Laura Greihammer, deren Bruder Dominik ja momentan den Weg in Richtung Top-Profi im Langstreckenbereich mit einschließlich 24 Stunden von Le Mans macht. Da scheint es in den Familiengehen zu liegen. Die ist als letzte losgefahren, tolles Rennen gefahren, wurde gestern 17. Absolut und ist jetzt schon 14. Also gute Leistung von der Laura. Und an der Spitze hat jetzt der Jim Gebhardt anscheinend irgendwo ein Problem gehabt, denn der hat zwei Plätze verloren. Und von hinten ist der Klaus Angerhofer gekommen, der ist mittlerweile Zweiter hinter dem Reinick Hofler. Der Jim Gebhardt im ersten Sektor Bestzeit erzielt und dann hat er es irgendwo überkocht, ein bisschen zu viel gemacht. Wir sehen, im mittleren Sektor hat er ordentlich Zeit verloren und eben auch die zwei Positionen. Da hat er jetzt wahrscheinlich Typ dicker Hals und enorme Kragenweite. Ja, und ich glaube, der Zweite, der einen dicken Hals hat und dementsprechend fährt, ist der Klaus Angerhofer. Der hat gestern nämlich am dritten Platz gleich in der ersten Runde einen Fehler gemacht, ist durchs Kies und hat viele Plätze verloren und der arbeitet sich jetzt durchs Feld nach vorne. Klaus Angerhofer für True Racing, am Ende gestern Fünfter. Ui, das ist die Laura, die da steht. Auch da? In der Zielkurve. Selbst übertrieben. Hier sehen wir so einige der Rinnsale, die an einigen Stellen hier die Strecke überqueren. Oh ja. Das war der Fehler vom Jim Gebhardt. Das ist die Wiederholung. Einfach ein bisschen Linie und die Autos. Sie haben gesagt, dadurch, dass sie so einen kurzen Radstand haben, wenn das Heck mal ausbricht, unruhig wird, kannst du es kaum noch fangen. Also im Trockenen kein Problem für jemanden, der Erfahrung mit dem Fahrzeug hat. Im Regen ist es sehr schwierig. Nochmal der Hinweis für Leute, die gestern noch nicht da waren, die heute zum ersten Mal zu Besuch sind. Wenn man sich das anschaut und sagt, die machen ja ordentlich Spaß, sind quasi große Go-Karts, verkleidete Go-Karts mit allen Sicherheitsstandards. Kann ich sowas selber mal ausprobieren? Kann man absolut, ja. Hier am Red Bull Ring ist die beste Gelegenheit, um mal wirklich in das Thema Großbau hineinzuschnuppern. Hier gibt es die Autos zum Ausprobieren. Fängt, glaube ich, bei, dass ich jetzt nichts Falsches sage, bei 80 Euro an. Und kann man auch ein ganzes Training mit Profis machen, also gibt es alle Möglichkeiten. Staffelungen, je nachdem, was man möchte und wie viel Geld man ausgeben möchte. Genau, und wenn man dann wirklich mal einen Trackday oder ein Rennen fahren möchte, kann man auch direkt zu uns, zu KTM kommen. Wir sind da Ansprechpartner und wir haben da alle Möglichkeiten. Auch hier der Hinweis nochmal, sollte heute die Gelegenheit sein, beim Bummel durchs Fahrerlager auch mal bei der KTM, bei den KTM-Leuten vorbeischauen, sich die Autos mal aus der Nähe zu betrachten. Die sind sehr, sehr fein verarbeitet, prima gemacht und bieten einen enormen Spaß. Auch jetzt erstaunliche Rundezeiten, bedenken wir die Streckenbedingungen. Geht also richtig gut voran, wobei wir ganz klar sagen müssen, ähnlich wie gestern im Trockenen, auch heute im Nassen, Reinick Hofler, ganz klar die Messlatte schon 7,3 Sekunden vorne. Der gibt auch heute ganz klar den Rhythmus vor und ist der Taktgeber, macht mit der Konkurrenz, was er will. Heinz Kinnegartner aktuell, wir sehen es unten eingeblendet auf den Großbildleinwänden, auf der 10. Position, auch das wirklich prima. Zweigeteilt muss er jetzt nicht mehr agieren, war eigentlich geplant, dass er hin und her, ich glaube, helikoptert, ja, wenn es ja dieses Verb gibt. Das war geplant mit dem Erzberg-Rodeo. Genau. Aber dort ist ja auch Land unter. Land so unter, hier, ja. Das heißt, das war einfach, waren irreguläre Bedingungen. Ja. Eines der größten und spektakulärsten, schwierigsten Offroad-Rennen der Welt. Hier ganz in der Nähe, eben auch in der Steiermark, Jahr für Jahr ausgetragen. Auch das eine Kultveranstaltung, musste also abgesagt werden. Ich habe heute Morgen im Hotel einen getroffen, einen Engländer, der da gestern mitgemacht und vorgestern mitgemacht hat, und hat gesagt, these are bad conditions. Das habe ich gesagt, ja, in der Tat. Fällt natürlich schon relativ weit auseinandergezogen, völlig klar. Es wird auch bald ans Überrunden gehen. Wir sehen das in der Tat auf dem Weg jetzt zu den beiden Schlusskurven, die 33 schon aufläuft, gleich auf einige der langsamen Fahrzeuge. Aber logisch, dass anders als im Trocknen jetzt natürlich die Spreu sich schon vom Weizen trennt. Absolut. Und die Leute mit großer Erfahrung und gutem Gefühl, feinmotorischem Gefühl, natürlich ganz klar solche Fehler dann vermeiden können. Dreher von der Nummer 14.
Das ist der Peter Resch, ja, und ich fürchte, da wird er nicht mehr rauskommen. Steht in der Lag auch auf Platz 14. Kurve. Ja, da ist ein bisschen in die Radnarbe eingegraben im Kiesbett. Der Raum vibriert nicht, wie es draufsteht. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr, nein. Aber man sieht, es haben auch vorher hat man gerade in der Wiederholung gesehen, der Klaus Angerhofer, der Jim Gebhardt, die sind wirklich zwei erfahrene Fahrer. Auch die kurbeln kräftig am Lenkrad. Es ist bei diesen Bedingungen wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, wir vor allem an einigen Stellen sehen wir in der Tat, da kann Aquaplaning-Gefahr bestehen, dass du kurzfristig den Grip komplett verlierst. Ist dein Auto da gerade in der Querbewegung, rutschst du einfach und das wieder zu fangen, ist echt heikel. Wir sehen auch, dass er jetzt anders als im Trockenen tatsächlich auch Start und Ziel immer wieder nahe der Boxenmauer fahren. Also das sind wirklich andere Linien. Das ist auch ein Teil des Geheimnisses vom Reini Kofler, der im Nassen immer völlig andere Linien fährt, weg von der Ideallinie, weg vom Gummiabrieb. Und das bringt dann die Zeit. Aber das muss man eben auch wissen und können. Ja, du willst natürlich versuchen, dramatische Lastwechselreaktionen da eher zu vermeiden. Manchmal musst du da eine weitere Linie fahren, zwar mehr Meter, aber das Auto wird weniger unruhig, ja, genau, und bringt dann mehr. Gerade kurz im Bild, natürlich Heinz Kinnegartner, eine große Legende im Offroad-Bereich seit Jahrzehnten. Auch dafür zuständig, dass Pit Beirer, der Motorsportverantwortliche im Zweiradbereich Motocross, ehemaliger selbst Motocross-Topfahrer inzwischen im Rollstuhl, dass der einen super Job macht. In Amerika gewinnen sie momentan alles mit Ryan Dungey, Ken Ronson. Die Dakar haben sie die Siege quasi schon abonniert. Werden wir die Startphase noch einmal sehen, fliegender Start. Und da ist es für die Rennleitung immer besonders schwierig, wer hat zu früh Gas gegeben. Klar ist, beim Überfahren der Linie darfst du deine Position noch nicht verbessert haben. Aber klar ist, dass sie natürlich versuchen, aus der Gischt rauszukommen und gleich mal ausschwärmen. Und ausfächern, hat man sehr schön gesehen, ja. Nochmal Wiederholung, erste Kurve, erste Ecke. Die lassen sich Raum, Respekt, haben wir gestern schon rausgearbeitet, hängt damit auch zusammen. Du hast unterstrichen, dass die natürlich hier ordentlich Geld bezahlt haben, das sind ja ihre eigenen Autos. Mit den eigenen Autos fahren, genau, und das möchte man dann nicht gleich in der ersten Runde unbedingt kaputt machen. Wo fahrt er in diesem Jahr noch? Auf welchen Strecken und im Rahmen welcher Veranstaltung? Ja, wir waren jetzt, das ist eben das zweite Mal am Red Bull Ring. Das nächste Rennen ist schon in einer Woche am Pannonia Ring. Das ist sehr knapp, aber sind wir in Ungarn zu Gast. Dann sind wir am Slowakia Ring, in Brünn und am Lausitzring in Deutschland. Also auch unterschiedlichste Rennstrecken mit unterschiedlichen Streckenprofilen und damit Anforderungen an die Fahrer und die Teams. Wunderschön langgezogene Passagen. Oh, ja, da gab es Schubser von hinten, eindeutig. Das war jetzt ein bisschen zu spät auf der Bremse, ja, von Klaus Angerhofer, aber sie kommen beide wieder aus dem Kiesbett raus. Jetzt natürlich erstmal klar ein bisschen aufpassen, können ein paar Steinchen auch jetzt noch im Reifenprofil drinstecken. Weil da muss man sagen, das war sicher keine Absicht, nein, von Klaus, das ist... Das war ja auch ein ganz, ganz leichter. Tucker ist wohl leicht überrascht worden, wie früh der Kollege vom Gas gegangen ist. Der hat nicht mal gebremst, sondern einfach nur vom Gas gehen bedeutet ja in der Tat, du wirst dann doch ziemlich stark langsamer. Ja. Wir sehen es, gut gerettet. Und jetzt ist wichtig hier in dem Fall ein bisschen auf dem Gas bleiben. Im Gas bleiben, dass man wieder rauskommt. Ist ihnen beiden gut gelungen. Haben sich gut rausgewühlt. Also nach wie vor, jetzt momentan 6 zurückgelegte Runden. Heini Kofler dominiert das Rennen, wie er es braucht. Sehen auch immer wieder mal Sektorenbestzeiten. Jetzt schon 13,5 Sekunden, deutlich mehr als gestern im Trocknen. Da blieb die Konkurrenz dann doch so etwa maximal auf 10 Sekunden Abstand. Ist allerdings am Ende ganz klar Reini Kofler nur noch so schnell gefahren, wie er musste. Wie das ein richtig guter Rennfahrer auch macht. Hauptsache du gewinnst, ob es 2, 3, 4, 10 Sekunden sind, spielt am Ende keine Rolle. Völlig nebensächlich. Der Reini hat dann gestern nach dem Rennen gesagt, er hätte es fast ein bisschen übersehen. Er wollte am Schluss langsam machen, auch bei den Überrundungen. Und auf einmal hat er im Rückspiegel dann das Auto vom Jim Gebhardt gesehen und hat dann nochmal in der letzten Runde Gas geben müssen. Ja, es wurde dann doch noch ganz spannend, wobei wir den bisschen den Eindruck hatten, er wollte auch noch ein bisschen eine Show bieten. Insofern ausgleichende Gerechtigkeit, Jiří Pisári. Gestern also war er nah dran, hat ein paar kleine Fehler gemacht, wollte unbedingt auf 2, war dann Dritter. Jetzt sieht es besser für ihn aus, denn er hat jetzt schon 6,6 Sekunden Vorsprung auf Platz 2 liegen in seinem Crossbow-KTM Crossbow mit der Nummer 3 vor Jim Gebhardt mit der 88.
der sichere Dritter ist, mit einem Puffer von 2,8 Sekunden auf das Auto mit der 16 auf Platz 4, Klaus Angerhofer. Neu in diesem Jahr im Übrigen auch, dass es nur noch eine Top-Klasse gibt, also nicht mehr unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Fahrzeugen, unterschiedlicher Leistung. Vielleicht dann noch ein bisschen zu den technischen Eckdaten. Das sind 4-Zylinder, 2-Liter-Motoren. Genau, von Audi. Also ja. Absolut zuverlässiger Motor, den wir hier in der Rennversion mit 375, 380 PS sehen. Und...